Damit herzlich willkommen zu der 32. Folge Moonwalker. Ja, ich habe ja schon, weiß nicht, vor sehr längerer Zeit angekündigt oder öfter mal erwähnt, dass wir ein Problem mit Moonwalker haben. Moonwalker haben wir aufgenommen, ich glaube vor Dezember, November oder sowas. Da hatten wir den Server für einen Monat gemietet. Und wer es schon gehört hat, ich habe jetzt hatten gesagt. Denn Blinks hat es geschafft, fragt mich nicht warum. Ich habe mich genug schon darüber aufgeregt, aber er hat es geschafft, diese Welt zu löschen. Er hat es echt geschafft, diese Minecraft-Welt, Welt zu löschen, auf der wir gespielt haben. Aber dadurch, dass das Projekt Moonwalker heißt, also sieht ja schon fast aus, dass wir wollten, unser Ziel war ja, das haben wir schon mal in der ersten, zweiten Folge gesagt, eigentlich auf den Mond. Dadurch, dass die Welt jetzt weg sind, wir haben jetzt 31 Folgen haben wir halt aufgenommen gehabt und das war's. Und da ich dachte, ich will das Projekt jetzt eigentlich noch so weit fertig machen, dass ich wenigstens auf dem Mond war, war ich nämlich selber jetzt in Minecraft noch nicht. Also in Ticket habe ich es noch nicht geschafft. Und da möchte ich euch diese Folge ein bisschen was zeigen. Dachte ich mir, ich mache das auf meiner alten Welt, da wo ich Ticket ausprobiert habe. Da sieht man mal ein bisschen was davon. Okay, ich möchte mal ein bisschen was dazu sagen. Ich denke mal, die Folge, wenn sie nicht sehen wollt, dann schaut es nicht an. Die Folge wird nämlich jetzt hauptsächlich darum handeln, wie ich zu manchen gekommen bin, wie ich es gebaut habe, ähnliches, warum ich es gebaut habe. Das möchte ich alles erklären. Wenn ihr das nicht sehen wolltet, also keine Ahnung habt, wie was entstanden ist hier auf dieser Welt und einfach nur dieses Projekt, weiß nicht, einfach so sehen wollt, schaut es euch an. Und ich kann es natürlich nicht versprechen, aber ich werde es versuchen, diese Welt aus irgendwie auf einen Server zu kriegen, damit ich wenigstens mit Blinks oder Diacraft ab und an vielleicht auf diese Welt noch aufnehmen könnte. Das wäre natürlich ganz toll. Okay, wo fange ich jetzt am besten an? Gute Frage. Ich fange einfach so an, wie die Welt ungefähr angefangen hat. Man sieht hier ungefähr diesen Zaun, das war mein Anfang hier, ohne die Kühe. Das war mein purer Anfang. Da habe ich erstmal so ein kleines, ich glaube damals war es noch Dirt- oder Cobblebunker gebaut, einfach um mich die ersten Tage von Zombies zu schützen. Ich bin gerade im Game-Mode und das mit Absicht. Habe ich halt da so ein bisschen angefangen, dann halt schon das erweitert. Das war sozusagen mein Grundstück, könnte man jetzt sagen. Ich zeige euch mal, wie das jetzt aussieht. Außerdem hier der Turm und außerdem dieses Dach, genauso wie das hier, das war eigentlich so abgerundet ist. Das hat zwischen einem Update mal irgendwie, ja, verbuggt. Genauso meine Mining Turtle ist weg. Ich hoffe, ich muss nichts mehr farmen, weil ich habe keine Lust, nochmal eine Mining Turtle zu programmieren. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Passt, alles gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal rein. Wir gehen es ganz getreu natürlich hier so rein. Da hatte ich eigentlich mal was. Hier habe ich dann oben schön so ein Crafting Table und eine schöne Kiste, wo jetzt allerdings nichts drin ist. Ist ja wurscht. Und dann gehen wir mal in mein Anfangsding rein. Okay, mein Anfangsding ging bis hierhin. Also hier war Ende. Da habe ich die ersten Stunden, sagen wir es mal so, drin gelebt. Das war meine erste wertvolle Kiste. Da habe ich auch noch ein paar Sachen drin, aber nicht mehr viel. Mining Turtle war drin, aber das muss ich jetzt nicht alles erzählen. Das hat sich alles mehr oder weniger ins ME, das ich euch noch zeige, reingeschlichen. Hier, weiß nicht, so Essen habe ich hier. Dann da unten, also hier ursprünglich unter der Kiste ging es runter zum, was ist hier mal hier? Zum Mining? Minen, keine Ahnung. Und warum fehlt da der Block? Weiß ich nicht, ich lasse ihn jetzt mal kurz so. Ich werde natürlich allgemein jetzt nicht so viel cheaten, auch wenn ich Game Mode kann. Möchte ich aber jetzt nicht zu viel benutzen. Auf jeden Fall, ich will jetzt noch ein bisschen was zeigen und erklären. Also hier war meine Anfangsbase sozusagen, habe ich. Also eigentlich die Welt war allgemein einfach nur dafür da, um Ticket zu testen. Ich habe auch eine komplette Hexit-Welt, nur leider existiert die nicht mehr. Da ging es halt so runter zu Minen. Da war das mein erster Raum für Maschinen, so jetzt habe ich es. Genau, mit Maschinen, da habe ich sehr viel mit Motoren rum experimentiert, zum Beispiel diese Motoren, die Strom erzeugen können. Wollte ich noch mehr mit diesen halben Dinger, Mikroblocks und so bauen. Ich finde diesen Modpack so geil, ich finde persönlich sollten sie den in Minecraft übernehmen.
Da habe ich halt einiges getestet mit Wasser, mit Pumpen, also hier ist nur eine Pumpe. Habe ich einiges rumgeexperimentiert, wie ich Strom erzeugen kann, bla bla bla. Das existiert halt leider nicht mehr so ganz, weil das hat sich verschoben. Da war mal Öl drin und so, also die ersten Tests mit Maschinen sozusagen. Da habe ich halt eine schöne Hühnerfarm. Oh, scheiße. Da konnte ich schön XP farmen, also das ist halt automatisch, das habe ich aber jetzt zurzeit nicht an. Eier drin, bla bla bla. Es sind jetzt nicht viele drin, weil ich ziemlich lange nicht mehr auf dieser Welt war. Okay. Dann haben wir hier einen Kompressor, einfach so, den betreibe ich immer noch mit Kohle. Über die Kiste möchte ich eigentlich gar nicht sprechen, weil ich die mir mal am Anfang geholt habe, weil ich immer so viel Zeug im Inventar hatte. Im Inventar, genau. So, dann hat man oh, draußen noch diesen riesen Turm gesehen. Warte, ich zeig's euch. So, genau. Diesen Turm meine ich. Also, das ist das, was man jetzt von unten gesehen hat. Mal Öl und Lava-Reserve. Und das ist das halt hier. Und ja, dann habe ich halt hier noch ein paar unterschiedliche, wie soll man sagen, ja, Mann, Flüssigkeit, nennen wir sie so. Wasser, weil ich halt hier mal noch mit Dampfding, alles möglich. Ich habe viel rumexperimentiert. Da habe ich zum Beispiel hier noch so einen komischen Tinker-Table, wo ich immer noch keinen Plan habe, wie das Ding funktioniert. Ich weiß nur, dass ich das irgendwie mit Tinker hier für Use in Tinker-Table, aber keinen Plan wie, weil wie es ich habe halt irgendwann schauen müssen, wie komme ich an Strom. Also da hinten Solarpanel, Panel, musste ich halt schauen, habe ich noch so braun, ja, bla bla. Ja, irgendwann habe ich halt festgestellt, ich habe. Ich zeig's euch nochmal. So, eine ganz kurz kleine Vorstory, bevor ich euch das sage. Ich habe halt gesucht eine erneuerbare Energie, weil mir die Lava halt irgendwann ausging. Weil ich hatte am Anfang den super Vorteil, den wollte ich ja in dem Projekt Moonwalker selber auch machen, mit Lava zu machen. Weil ich hatte hier einen mega Lavasee, da habe ich einfach Leitungen bis danach hingelegt, das ging super duper. Da hatte ich am Anfang schön viel Energie eigentlich, also. Das ist schon ordentlich, was hier war an Energie. Dann habe ich aber da hinten habe ich mal ungefähr auf dieser Höhe habe ich das ausgepumpt. Dann hinten waren noch zwei kleinere Quellen, glaube ich. Und eben da hinten sind Riesenquellen. Nur leider hat das nicht funktioniert, was ich ausprobiert habe. Das hat Ewigkeiten gedauert, bis ich das gebaut habe, weil ich habe so nicht viel gecheatet, wirklich nicht. Und das hat Ewigkeiten gedauert. Da geht eine Leitung eben bis da hinten. Nur die Chunks werden halt nicht geladen, weil da ist eigentlich auch Öl und das wollte ich hierher pumpen. Aber ja gut, dann habe ich es lassen. Aber dazu möchte ich erst später kommen, genau. Oder es kann auch sein, dass ich noch eine zweite Folge so mache. Auf jeden Fall möchte ich euch noch was weiteres zeigen. Also wie gesagt, ich habe hier halt alles mögliche. Hier habe ich. Ich habe viel Öl trotzdem noch und viel Lava. Ich nutze es auch ab und an noch, allerdings nicht mehr so viel. So, und jetzt kommen wir. Ja, warte, bevor ich zum Herz meines Ganzen komme, zeige ich noch was. Hier habe ich einen schönen Crafting-Table, habe ich einen schönen halben Diablock. Oder eigentlich ist ein Neuntel, oder? Keine Ahnung. Hier habe ich noch Netherboards. Die kann man richtig gut zur Stromerzeugung nutzen. Zeige ich euch auf jeden Fall noch. Netherportal, schön weit weg, damit ich die Geräusche nicht dauernd habe. Und hier habe ich ein ziemlich großes Lagersystem, weil ich halt Dirt, ziemlich viel Sand, ziemlich viel Kobble sowieso. Automatisch natürlich alles Federn von meinen Hühnern vorne, dann Nether. Frage mich sowieso, wo ich das so viel her habe, aber okay. Mal da einfach so Sachen da, wegen am Essen, das meine ich gut. Wir haben halt nie ausgegangen. So Sachen wollten mega viel übrig. Bleibt Kies, Pfeile. Was ich mich gerade fragt, wo ich so viele Pfeile herkriege. Tint sowieso richtig viel. Holz. Ja gut, das war es eigentlich soweit. Ah, okay. Also das ist sozusagen mein Außenlager. Für viel zu viel, damit das ME nicht so gefüllt ist. So, und jetzt kommen wir zum Herzstück meines Ganzes. Zum Lager. Nicht Lager. Maschinenraum. Geil, gleich mal ein Death Point. So, mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Also hier, mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich gar nicht so viel. Also ich werde schon ein bisschen was sagen. Hier habe ich halt ein paar Crafting Table, da wo ich immer mega. Also ich muss echt sagen, kann es sein, dass die Items da drin fehlen? Ich weiß nicht. Die Dinger kann man, wenn man sie so nebeneinander hinstellt, warum ruckelt es da? Mega geil zum Craften benutzen. Man muss allerdings aufpassen. Manche Sachen, wenn es kurz buggt und man drückt mehrmals drauf, schmiert das Spiel ab. Das war halt mein erstes. Das finde ich allerdings nicht so angenehm. Dann haben wir hier noch lauter Maschinen, die ich draußen meistens brauche für jetzt Harvester. Da kannst du halt super
Holz farmen oder so, indem du dann einfach noch so ein Upgrade dahinsetzt und eine Energiezelle, dann farmt es. Dann habe ich hier allgemein noch ein paar Sachen rumprobiert, eben um dieses Uranium rum zu transportieren, musst du dieses Dinger anhaben. Und solange du die Dinger anhast und glaubst, sowas im Inventar hast, braucht es Durability. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dann habe ich allgemein noch so Sachen, die manchmal beim Craften übrig geblieben sind, wo man zwei bekommen hat oder ähnliches. Okay, dann, das war Ursprung der Anfang eines Lagers. Ich hatte dann noch mehr Kisten, aber ja, die sind mehr oder weniger eigentlich leer, außer so Sachen, wo ich eigentlich nicht ins ME tun will. Und bla. Also hier drüben habe ich das ME. Zeige ich aber nochmal genauer. Haben wir noch ein paar Minütchen. Ja, wird wahrscheinlich etwas länger, aber ich cutte das sowieso etwas.